Willkommen, Freunde, zu Genesis Plus. Es ist endlich soweit. Die Mod ist für euch, glaube ich, noch nicht erschienen. Die kommt für euch erst in ein paar Tagen, in zwei Tagen oder so. Ich darf sie jetzt unter anderem früher spielen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt drauf, was die Mod zu bieten hat. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe hier gesehen, es gibt ja schon The Drone. Ich glaube, der ist neu. Und ich glaube, der Typ ist auch neu. Der sieht schon mal ziemlich cool aus. Lucifer, ich glaube, den kennen wir, ne? Und Barnael, ich glaube, den hatten wir auch schon. Auf jeden Fall, let's go. Spielen wir mit The Drone eine neue Runde und werden auch die nächsten Tage dann... Was zum Teufel ist das? What? Was ist das hier oben? Warte mal, wie aktiviere ich das? Choose, Shift, Draw, E. Mit Shift kann ich das aussuchen, aber was ist denn... Warte mal, ich kann das hier... Wo? Was? Achso, okay. Bomben legen ist also jetzt das hier. Alles klar. Und ich kann mit Shift choosen auf jeden Fall. Okay. Okay, okay. Gibt es hier Bomben? Hier eine Bombe. Boom. Ach so, ich muss die zeichnen oder wie? Ich muss das erstmal verstehen. What the fuck? Warte mal ganz kurz. Ich mache jetzt erstmal kurz den hier tot. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh, wow. Warte mal, schweben die in der Luft? Was sind das denn für Gegner? Warte, das ist doch nicht normal, dass die in der Luft schweben, oder? Naja, ist ja egal. Ah, wahrscheinlich brauche ich erstmal Tinte oder sowas, oder? Guck mal, da oben ist so ein kleines Fass. Zeig mir das nochmal her. Aha, aha. Choose, Shift und dann Draw mit E. Okay, okay. Aber da fehlt mir irgendetwas, ne? Da fehlt mir irgendetwas in diesem Gefäß. Da muss Tinte rein, damit ich malen kann. Das denke ich mir jetzt einfach mal. Ansonsten habe ich einfach keinen blassen Schimmer, was ich hier tun soll. Was haben wir hier? Den Tractor Beam. Ich mag dieses Item sehr. Ich bin eigentlich Fan davon, auch wenn man ein bisschen eingeschränkt ist auch. Sagen einige, aber ich mag es, ich mag es, ich mag es doch schon sehr. Erhöht die Fire Rate, du kannst damit ziemlich genau schießen und dieses Item sorgt dafür, dass dein Space Item aufgeladen ist, wenn du einen Bossraum betrittst oder sowas. Genau. So, machen wir dich, Kollege, mal fertig. Zack, 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 zack. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich drawn kann. Oh, warte mal, guck mal, warte mal, Meine Tränen, sehen die schon immer so aus? Ja, ne? Ich glaube schon. Okay, was ist das hier? Axe Legs, okay. Ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Jetzt muss ich ihn nur noch verstehen. Oh! Aha! 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 10 brauche ich dafür aber, nicht wahr? Ich brauche 10 Tröpfchen, damit ich diese Bombe malen kann, nicht wahr? Interessant. Was passiert eigentlich mit Karten? Werden die dann direkt eingesetzt, wenn du jetzt Karten hast? Ha. Mega cool auf jeden Fall die Idee. Noch. Ich kann nicht einschätzen, ob das ein schwerer Charakter ist oder ob er einfach einiges erleichtert. Aber er hat eine besondere Mechanik, eine Fähigkeit, besondere Items, die er jetzt noch hier hinzufügen kann. Super. Also ich meine damit, er kann halt Bomben... Also ich denke mal schon, dass wir normal Bomben bekommen, oder? Und Herzchen? Wenn nicht, wäre es echt ein bisschen problematisch. So... Fire Rate. Sehr gut. Ab und so. Ha! Ich gehe mal noch weiter gucken. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Tinte. Dann kann ich mir den blauen Stein dort holen. Okay. Nein, nein, nein. Jab, 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 jab. Oder geht das? Nee, 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 nee. Wir müssen das jetzt irgendwie machen. Okay, okay. Oh, was ist das denn hier? Was? Was ist das denn jetzt hier? Ich versteh's nicht, Mann. Das ist ein gezeichnetes Herzchen und ich habe auch ein gezeichnetes Herzchen. Ich kann leider nichts machen. Gut, weiter geht's. Wir haben auch leider keine einzige Bombe bekommen. Das ist irgendwie ziemlich doof. Und ich glaube, kein Zufall. Ich glaube, der Charakter kann keine Bombe bekommen und du musst dir alles erzeichnen. Aha. Wer, was ist das hier? Angelehnt an Bandy und The Ink Machine? Oh, guck mal hier. Das ist ja lustig da unten. Ach so, jetzt verstehe ich, dass die Zeichnung spielen. Ja, Isaac zeichnet sich ja selber ab. Ah, wow, wow, wow. Sehr coole Idee, Mann. Sehr. It's a very nice idea. So, sind ja ziemlich viele, die kein Deutsch verstehen hier. Oh, Double Poop. Okay, sehr gut. Und wir haben hier so Gish Poops. Okay, okay, die mich verlangsamen, nicht wahr? So, und hier haben wir noch einen Tropfen. Jetzt können wir das machen. Yes. Now I understand that. Okay, sehr schön. Ich bräuchte unbedingt ein blaues Herzchen, Mann. Kann er sich ein blaues Herzchen machen? Das ist wahrscheinlich kein blaues Herzchen, ne? Soll ich das mal machen, ganz kurz? Da, bups, wir haben es gezeichnet und es ist ein Herzchen. Wieso ich das andere nicht mitnehmen konnte, verstehe ich jetzt zwar nicht. Aber egal. Gut, jetzt haben wir halt dieses Herzchen, haben noch 3 Tinte übrig. Und lass uns jetzt mal Tinte sammeln und versuchen, irgendetwas ganz Teures zu machen. Was ist denn das Teure? Das muss ja dann wahrscheinlich gut sein, ne?
Das teuerste ist 10. Oh, hier. 20, 30. Das da. Ich will 30 haben. Ich will 30 haben. Ich will das hinbekommen. Let's go, man. Vielleicht dürfen wir keinen Schaden nehmen und erhöhen dann damit die Chance, vielleicht diese Tröpfchen zu bekommen, ne? Oder ob das sehr random ist alles. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie man das beschleunigen kann. Vielleicht mit Luck up. Vielleicht funktioniert das dann besser. So. Und kaputt die Scheiße. Oh, da ist noch einer. Sehr gut, sehr gut. 18 haben wir schon, oh. Das funktioniert ja ziemlich schnell. Ich bräuchte jetzt nur... ich muss mir einen Schlüssel machen, um in den Itemraum reinzukommen. Oh, gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, was ich noch alles so zusammenbekomme hier. Weil ich schon gerne wissen will, was diese 30 so macht. Aber Schlüssel, also passive Items bekommt der Kollege auf jeden Fall nicht. Muss er alles zeichnen. Gut, und ich denke mal, wenn das Spiel eigentlich etwas Passives droppt, würden wir an dieser Stelle jetzt Tinte bekommen, nicht wahr? Aha, was ist das? Es ist no soul for you. What? Was? Keine Seele für mich? Oh, das ist nicht gut, glaube ich. Das ist nicht gut, glaube ich, Mann. Okay, wir gehen einfach mal weiter und ignorieren das. Wird schon nicht so schlimm sein, nicht wahr? Oh, ja. Die Fire Rate ist super, das gefällt mir. So, und den kriegen wir sogar tot. Der kann nicht flüchten. So, ich hoffe, ich übersehe nur keine Tinte hier. Lass uns mal direkt den Boss machen. Ja, ich hoffe, du hast... Ja, vielleicht müssen wir sogar auf Angel Deals gehen, nicht wahr? Vielleicht müssen wir sogar auf Angel Deals gehen. Aber der Broski hat ja mit seinem Team auch Angel Deal Items, also so ein Pack rausgehauen, wo Angel Deal Items hinzugefügt wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch hier in Genesis drin ist. Das weiß ich jetzt nicht. So. Sehr gut. Ups. Du Picks. Und was haben wir hier? Ein Guppy Item, aber das nehme ich jetzt mal nicht mit. Meine Tränen sind ja sehr merkwürdig geworden. Lass uns auf Angel Deals gehen, weil... Ja, kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Oh, das ist schön. Warte. Ja. Okay. Oh, yes. 38. Und so ein Schlüssel kostet wie viel? 10. Warte mal. Da ist auch noch eine Bombe. Vielleicht ein blauer Stein. Oh, yes, 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 yes. Das wird gut. Das wird sehr gut. Perfekt, Mann. Lass uns einen Schlüssel machen. Hup, wir zeichnen jetzt einen Schlüssel. Wir zeichnen jetzt einen Schlüssel. Sehr gut. Ups, mitgenommen. Und rein hier. Und wir bekommen Crickets Body. Oh, das sind so gute Items. Dieser Run ist jetzt schon ziemlich geil. Das freut mich sehr, dass wir jetzt dieses Trinket gefunden haben. Oh, sehr gut. Jetzt frage ich mich, was kriegen wir? Wir können beides angucken, ne? Wir können gucken, was passiert bei 30 und was... Hä, noch ein Schlüssel? Oh, okay. Okay. So, warte mal. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Habe ich vielleicht zweimal eingesetzt, weil beim ersten Mal hat er nicht reagiert. Aber vielleicht hat er reagiert, nur habe ich es nicht gesehen. So, jetzt bloß nicht sterben in einer Superform oder sowas. Sexy. Nimm das mit. 113. Okay, let's go. Let's look at that. Oh, what? Yo? Wo ist das gezeichnete Herzchen? Das wurde jetzt irgendwo anders gezeichnet. Her damit. Yep, okay, 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 okay. Das kann wahrscheinlich Gegner töten, ne? Und was ist das? Das ist ein kleiner Begleiter. Der jetzt für mich kämpfen kann, nicht wahr? Okay. Okay. Scheiße, Mann. Oh, warte mal. Das hier ist der Shop, sicherlich. Dann ist das andere nicht der Shop. Komme ich denn da rein? Brauche ich nur einen Schlüssel für oder was ist das hier? Wahrscheinlich zwei Schlüssel. Kann ich mir ja dann machen. Kann ich mir ja dann zeichnen, kein Problem. Yes, das ist das, worauf ich gehofft habe. Und das ist sehr, sehr gut. Das nehmen wir auch mit, damit wir vielleicht die Bücherwurm-Transformation bekommen. Okay, echt eine gute Idee, Mann. Ich weiß nur, dass, also ich weiß auf jeden Fall, dass es auch deutsche Entwickler in diesem Team gibt. Und ja, ihr könnt ja sagen, auf jeden Fall, ich bin begeistert von dieser Idee. Ist tipptopp, Mann. Tipptopp Idee. So, dann lass uns jetzt mal weitergehen. Alles klar. Ha! Scheiße, habe ich mich sehr... Ich dachte schon, ich werde gewone-hitted und bin total tot. Hallo? So muss ich jetzt selber Musik machen. Also, wahrscheinlich werden die das auch noch hier, nutzen sie das auch als Test, ob dann jetzt alles funktioniert. Und jetzt sehen sie zum Beispiel hier, dass irgendwas nicht funktioniert mit der Musik und ein nicht angezeigt wird. Und vielleicht habe ich es auch falsch installiert, aber ich habe es einfach in den Mod-Ordner gepackt, yo. Und es ist ja soweit, ist ja alles gut installiert hier, ne?
Okay, aber irgendwie fehlt da Musik. Ja, das ist ein kleiner Fehler. Naja, dann lauschen wir jetzt meiner Stimme, nicht wahr? Hi, gehen wir mal hier rein. Oh, hier ist Musik. Einen Schlüssel kann ich mir holen. Boops, flups, flaps. Okay, sehr schön, bekommen wir noch ein bisschen Tinte. Wir können ja unseren Kollegen jetzt hier kurz spawnen. Mal gucken. Oh ja, der schießt ja echt tatsächlich. Aber nur einmal irgendwie. Schießt er nicht weiter? Komm, mach was. Oh, der kämpft nur, der macht nur einen Schuss, oder wie? Oh, das kann auch nicht richtig sein, oder was ist hier los? Mache ich da vielleicht etwas falsch? Das weiß ich halt nicht, ob ich jetzt was falsch mache oder nicht. Naja, auf jeden Fall werde ich ihn nicht nochmal holen. Der verschwindet einfach nur, verschwindet zu viel Platz. Das sind Herzchen und da ist Tinte. Die Tinte hole ich mir. Ich glaube, die ist schon ganz, oder? Die ist wertvoll. Oh. Sehr interessante Sounds auf jeden Fall. Sehr interessante Sounds. Ich habe auch schon gesehen, es gibt irgendwie so eine ziemlich interessante Ebene. Irgendwas mit Gift und sowas. Sehr, sehr cool. Testen wir auf jeden Fall. Also, ich hoffe, wir finden sie jetzt hier in diesem Run. Ansonsten... Oh, wow. Das sind Fledermäuse mit Bomben im Kopf. Okay. Cool. Ich kenne die irgendwo. Irgendwo habe ich die schon gesehen. Vielleicht im Vorschaubild oder sowas. Bop. Okay. Und weiter geht's. Was ist das denn hier? Das sind so irre Eiterpickelkörper und so. Was war das denn bitte? Sehr appetitlich, Mann, sehr appetitlich. So, legen wir noch eine Bombe und... Booyah, what? Oh, führt das in die Kanalisation, die ich meinte? Aber ich kann die Sachen nicht aufheben. Das ist noch ein bisschen verbuggt hier, ne? Ich kann die Sachen nicht aufheben. Okay, ja, damit, zack. Oder vielleicht wollen die auch nicht, dass ich die aufhebe. Ich weiß es nicht. Oh, sehr schön, wir können ein bisschen fliegen. Aha. Give me keys. Flops. Und flops. Und das merken wir uns. Also ich gehe dann hier nochmal hin. What? Ja. Okay, Monstrous Lunge haben wir jetzt auch noch. Ich gehe mal ganz kurz den Boss bekämpfen, dann gehe ich zurück. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass es dort zu dieser Kanalisation geht, nicht wahr? Oh shit, sind die schnell. Ich brauche unbedingt Speed up. Unbedingt Speed up. Sehr gut. Flops. Und das hier auch mitnehmen. Ein paar schwarze Herzchen, alles klar. Wir brauchen unbedingt Speed up. Genau. Was ist das für eine weiße Fliege? Die macht bestimmt diesen... Nee, keine weißen Spuren auf dem Boden. Ich dachte schon. Ich hätte schwören können, dass sie das machen. So. Okay, Broken Modem. Oh, More Options ist super. Wie viel Geld kann ich mir denn machen? Kommt nur eine Münze? Oh. Ha. Vielleicht finden wir... Oh, das war, glaube ich, ein Dingsbumskirchen. Ich brauche unbedingt das hier. Unbedingt für die Kanalisation. Also das brauche ich auf jeden Fall. Hier ist noch ein bisschen Tinte. Und More Options wäre jetzt auch ziemlich gut, wenn ich das jetzt irgendwie bekommen könnte. So. Komm schon, jetzt ein Nickel. Jetzt gleich ein Nickel. Komm schon. Oh, yeah. Ist das ein Dime? Thank you, there's options. Perfekt, Mann, perfekt gespielt. Guck mal, ich bin schon ein Profi in diesem Charakter. Das ignorieren wir jetzt einfach mal, das ist nicht passiert. What? Was war das denn? Was war das? Hä? Was war das? What? Was ist da gerade passiert? Es war zu schnell für meine Augen. Bin ich mitgekommen? Ich nehme das hier mit auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal weiter. Und öffne die Kanalisation. Und vielleicht bekommen wir dort eine Bonus-Ebene. Wie in Enter the Gungeon, wo du in diese Kanalisation gehen kannst. Geil. Das kann ich leider... Doch, jetzt kann ich es mitnehmen. Ich check's nicht. Wait a second. Ich guck noch ganz kurz in den Zacki-Zacki-Raum rein. So, ich kann jetzt auch das hier so mitnehmen, mehr oder weniger. Okay, lass uns kurz in den Zacki-Zacki-Raum reingucken. Vielleicht werden... Aha. Ah. Oh. Au. Ach so, ich sollte jetzt das Feuer anfassen. Nein. Ach so, ich hätte das berühren müssen. Flop. Ich dachte, da kommt jetzt ein Boss oder so und ich muss jetzt Welle für Welle und dann muss das Feuer... Ich habe anders gedacht. Okay, gut, es gibt also solche Räume. Ich hoffe, ich finde da noch so einen Raum. Das ist ja cool. Sah auch sehr cool aus, der Raum, ne? Also auf jeden Fall Props an den Pixel Artist, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Autsch, das ist nicht sehr, sehr geil, aber wir kriegen ja Leben dazu, immerhin. Und das hier, no soul for you. Oh! Nein, er hat mir meine... Ach so, meine schwarzen Seelenherzchen hat er weggenommen.
Sind denn schwarze Herzchen Seelenherzchen? Heißen die auch Seelenherzchen? Oh, ist das fies. Okay, das ist jetzt richtig fies, Mann. Aha, aha, das macht no soul for you. Aha, verstehe, verstehe. Gut. Mir gefallen auf jeden Fall schon mal die Neuigkeiten, die man hier so sehen kann. Und lass mal rein hier. Wo kommen wir jetzt hier hin? Zum Spielerabsturz wahrscheinlich. Er stürzt nicht ab. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir sind hier jetzt wo? In Septic. Septic, okay. Ich gehe da oben noch nicht rein. Au, oh, nice. Ich weiß halt nicht, was diese Gegner machen, aber ich denke mal, das hier ist auf jeden Fall eine schwere Abteilung jetzt hier. So ein bisschen Anti-Burf-mäßig, ne? Hier diese Bonus-Ebenen, die du erreichen kannst. Ich frage mich, ob es hier noch mehr gibt. Wow. Nicht so aggressiv, Junge. Nicht so aggressiv. Naja, der will ein Stück von mir, aber... Kriegst nichts. Okay, vielleicht kommt gleich die Musik, wenn man irgendetwas betreten hat wieder hier. Da oben ist das... Leider nicht, ne? Ups, kleines Bäuerchen. So, ich sollte aufhören, vielleicht Wasser mit Kohlensäure vor den Aufnahmen zu trinken. Zack, zack, zack. Tja, ich verstehe nicht, wieso ich das hier nicht aufheben kann und manche schon, I don't know. Ob das die Mod selber weiß, ich weiß es ja nicht, ich bezweifle es, aber naja, ich bin ja jetzt hier sowas wie ein kleiner Tester, glaube ich. So, und hier haben wir... Na, eher nicht so, eher nicht so. Ich hätte gerne einen Schlüssel. Zeichne ihn. Danke. Und hier haben wir ein bisschen Tinte, sehr gut. Jetzt kann ich sie wieder mitnehmen. Man muss vielleicht einfach nur den Raum einmal rausgehen und wieder reingehen. Dann kann man die wahrscheinlich mitnehmen, die Sachen. Schade, Mann. Ich hätte jetzt gerne, weil Genesis war ja die Mod, wo ich gesagt habe, die Musik ist jetzt aber nicht wirklich Musik, ist eher eine Folter. Ganz fies gesagt. Und wir haben hier The Drone vs. Irgendwas. Okay, wir haben hier also jetzt keine wirklichen Animationen, wenn wir Bosse bekämpfen, oder was? Aber ich glaube, beim ersten Boss hatten wir es doch trotzdem. So. Wow, meine Hand tut gerade ein bisschen weh. Ups, Maus aktiviert. Ich nehme dich auf jeden Fall mit, damit wir einen kleinen Ball of Bandages haben. Schade, Mann. Ich will jetzt endlich mal eine Angel Deal oder sowas. Und wir gehen auf jeden Fall noch in den Zacki-Zacki-Raum rein. Ja, das tun wir. Hallo, ist hier vielleicht nochmal so ein Raum? Leider nicht. So, pass auf, wann die spielen wir, denn wir können hier uns ja theoretisch auch wieder Herzchen geben. Das ist halt das Coole. Vielleicht können wir sogar Seelenherzchen geben oder sowas. Wer weiß, vielleicht ist es auch random, welches Herzchen wir bekommen. Little Horn. Ja, wieso kann ich hier nicht rein? Ah, doch, das geht rein. Okay. Sah nur geschlossen aus. Yes. Okay, musikmäßig ist das auf jeden Fall ein bisschen sehr verbuggt, das Ganze. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Mal gucken, vielleicht fixen die das demnächst. Oh, yes, wir machen uns ein paar Schlüssel. Haben wir ja genug, ne? Kackhäufchen muss ich unbedingt auch alle kaputt machen. So. Erstmal nur so viele kann es sein, dass wir in den goldenen Kisten auch Schlüssel bekommen. Nein. Wow. Okay, das war eine ordentliche Ladung Tinte. Klingt zwar sehr ekelhaft. Es gibt auch unterschiedliche Größen an Tinten. Ah, jetzt sehe ich das. Sehr gut. Da kann ich mir jetzt einfach problemlos noch einen Schlüssel machen. Das ist ja kein Problem, echt jetzt. Flups. Ja, damit. Und noch ein bisschen Tinte. Sehr gut. Dann kann ich ja vielleicht beim Boss gleich irgendwie auf der nächsten Ebene mal das hier einsetzen, nicht wahr? Sonst habe ich alles eingesetzt, ne? Sonst habe ich alles eingesetzt. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Wir können uns theoretisch dann auch wieder ein bisschen Geld machen, wenn wir im Shop etwas Gutes haben. Den haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, let's go. Vielleicht, ouch, finden wir im Shop ein neues Item. Wir wollen uns ja alles hier ansehen. Oder vielleicht einen weiteren Durchgang oder sowas. So. Die sehen ja lustig aus, die Gegner. Der fliegende Sack hat mir gerade gefallen. Ich hätte gerne einen Schlüssel. Dankeschön. Flups. Und weiter geht's. Hier können wir rerollen, vielleicht ein Seelenherzchen kaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Rerollen? Weiß ich nicht. Will ich rerollen? Vielleicht ist das eine gute Karte dort hinten, ne? Zeig mal her. Warte, erstmal machen wir kurz Kohle. Erstmal ein bisschen Kohle. Komm schon, kriegen wir wieder eine geile Münze. So, was ist das hier? Two of Clubs leider. Na gut. Ach so, Two of Clubs. Ah, wenn man Karten so einsetzt, dann werden die... Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay. Nee, dann lasse ich das jetzt erstmal hier ganz kurz und wir gehen weiter. So, her damit. Gut, 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 gut. Gibt es hiervon auch zwei Ebenen? Befindet sich hier vielleicht ein Bonus-Boss? Also ich erwarte auf jeden Fall einen Bonus-Boss jetzt hier auf diesen Ebenen, die ich jetzt gefunden habe. Irgendein Boss, der nur auf diesen Ebenen auftaucht, oder? Ja. Ah, hier, 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 hier. Ich hab's gesehen. Hier ist ein Super-Rock. Guck mal. Den muss man zweimal sprengen. Mein Fass ist ja gleich voll. Was passiert, wenn mein Fass voll ist? Vielleicht sterbe ich dann? Nein. Vielleicht doch, weiß nicht. So, let's go. Kommen wir in die nächste Ebene? Hätte ich vielleicht das Gitter sprengen müssen? Oh, ich glaube, das ist es nicht, ne? Doch, doch, doch. Oh. What? Und wie hätte ich hier durchgehen können? Aha.
Okay, interessant. Hätte ich da sonst nicht durchgehen können, oder wie? Irgendwas läuft da gerade mein Bein entlang. Es fühlt sich an, als wäre eine Spinne oder sowas. Autsch. Okay. Vielleicht war es einfach nur ein Faden in meiner Hose. Ich stelle mir jetzt keine Spinne vorne auf. Sehr gut. Wartet mich jetzt ein Bonus-Boss. Okay, wir haben 199. Geilo. Wir können uns vielleicht versuchen, auch in den Raum da reinzusprengen. Und endlich haben wir auch Musik. Na, hör auf, Geheimraummusik. Okay, super Geheimraum. Oh, hier schon der Boss. Warte mal, das hier. Hi. Oh, es ist kein Bonusboss. Vielleicht kommt gleich noch ein Bonusboss. Oh Gott, warum? Ah, jetzt haben wir es. Okay, okay. Ich habe wenigstens getroffen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und hiervon nehme ich... Oh, okay, ich nehme das hier mit, obwohl das ist geil, aber ich, das ist ein neues Item und ich weiß nicht, was es macht, deswegen bin ich interessiert. Return this to where it belongs, rare key. Aha, aha, aha. I understand. Das heißt also, es geht hier noch weiter. Vielleicht erst auf der nächsten Ebene. Ich halte jetzt gerade die... Ah. Oh! Ich kann fliegen, Mann. Das ist das Gute. Wie kann ich ihn denn bekämpfen, ohne zu fliegen? Kann ich dann etwa hüpfen, oder wie? Ich habe richtig Glück, dass ich fliegen kann. Autsch, man sieht ihn auf jeden Fall da unten. Oh, shit! Eight-inch Nails. Oh, das hier öffnet sich nicht. Vielleicht öffnet sich das gleich. Ich hoffe, das öffnet sich nicht und ist nicht verbuggt. Oh oh. Oh oh, weil da ein Item gespawnt ist. Oh nein, 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 nein. Wahrscheinlich erwartet mich da was richtig Tolles. Okay, du kannst also... Wie hieß dieser Bonus-Boss? Das war ja cool. Okay, habe ich schon ganz vergessen, dass am Anfang da dieses Teil war. Krass, 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 muss man sagen. Die Musik auf jeden Fall richtig fetzig. Im Gegensatz zu dieser Musik, die jetzt nicht da ist. Also Itemraum, stimmt, die müssen wir auch noch auschecken. Gott, diese Science-Dinger sind ziemlich OP. Ich hoffe, wir finden noch genug Luck ab, damit ich... Ah, Schlüssel, kein Problem, wird gezeichnet. Blum. Und hier haben wir... Warte mal, was ist das? Hidden Box, Isaac, Isaac. Ha! Ha! Ach so, ja, die kennen wir, die kennen wir, die kennen wir. Stimmt, die, da werde ich wahrscheinlich dann kurz unsichtbar. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Jetzt ist die Frage, öffnet sich das oder bleibt es verbuggt? Es öffnet sich. Dann gucken wir uns jetzt erstmal noch den Rest der Ebene an. Vielleicht finden wir noch was Tolles, hä? Vielleicht finden wir noch was Tolles. Sehr gut, mir gefällt dir. Habt ihr es gesehen? Diesen riesigen Haufen. Pass auf, ich setze mal kurz den hier ein. Und vielleicht macht er jetzt etwas, wenn ich mehrere von denen hinsetze. Oder schützen die mich? Ich glaube, die schützen mich oder so, hä? Ich weiß halt nicht, was dieser Kollege macht. Ich würde es gerne wissen, was er macht. Ob ich es einfach nicht checke... Oder ob es verbuggt ist, das ist die Frage, Mann. Bad Trip, ouch. Stimmt ja, wir spielen ja nicht mehr hier diese andere Mod, wo du Cyanidpillen bekommst und dann stirbst nach einer Zeit. Okay, okay, gleich gehen wir da rein. Es ist geschlossen wieder. Oh, warte mal, brauche ich etwa Leben? Wieso ist es geschlossen? Es war geschlossen eben gerade. Hör auf damit, Mann, hör auf damit. Nicht, dass wir eine gewisse Anzahl an Leben brauchen, um da reinzukommen. Hör auf damit, Mann. Bloß nicht. Hier ist noch ein Schlüssel, da kann ich aber nicht... Ich passe auf, raus und wieder rein. Und er ist weg. Okay. Was sind das hier für Karten? Riffle? Oh mein Gott, Ace of Clubs. Riffle sieht so aus, als würde es mich irgendwie eine Ebene Riffle Shuffle. Oh, was heißt das? Ich gehe jetzt erstmal hier rein, bevor er irgendwie meine Ebene durchschaffelt oder sowas. Wo sind wir jetzt? Ah, ganz normal, ne? Ganz normal, Depths. Okay, ich setz mal Shuffle ein. Ha! Hat er meine Items durchgeschaffelt? Nein? Okay. Ich weiß nicht, was Shuffle macht. Werden wir bestimmt auch rausfinden. Hör damit. Sehr gut, das ist halt das Besondere, dass du neue Items hast, die einfach einsetzt und keine Ahnung hast, was passiert. So, schönes Buch einsetzen. Was bekommen wir hier? Autsch, verdammt nochmal. Diese Spinnen sind auch verbuggt, ne? Also, die fliegen so ein bisschen in der Luft. Oder es muss so. Am besten ist immer natürlich zu sagen, es muss so, ne? Würde ich immer sagen, wenn ich Bugs habe und ein Spiel gemacht habe, es muss so. Es muss so. Und das Spiel würde ich einfach nennen, Maybe Bugs. Ja, genau, so nenne ich das. Maybe Bugs. Und wenn da manchmal Bugs auftauchen, dann muss es halt so, weil das Spiel heißt Maybe Bugs. What the fuck ist das? Okay, sieht cool aus, oder so?
Okay, die schießen da irgendwie so, die furzen da irgendetwas und halten sehr viel aus, habe ich das Gefühl. So, wir brauchen unbedingt noch mehr Tierstoff, damit ich die ganze Zeit einfach nur feuern kann. Feuer, 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 Feuer. Das Schein ist super. Haben wir die mal kurz hier rein. Bye, bye. Irgendwas fehlt noch, Mann. Vielleicht so, ja, Strom drehen. Also da, wo sie sich so verteilen und sowas. Das wäre cool. Okay, pass auf. Legen wir kurz eine Bombe. Toll. Toll, 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 toll. So. Sehr gut, hör damit. Okay, und weiter geht's mal. Oh, meine Cam ist ein bisschen dunkel, ne? Aber ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Mod bis jetzt. Mal gucken, was sie noch so zu bieten hat. Was für neue Items. Ich habe mich gar nicht informiert, ehrlich gesagt. Wow, was bist du denn? Ich habe echt Glück, dass ich so verdammt stark bin, glaube ich, Mann. Weil diese Teile sehen aus, als würden die dich komplett zerstören. Als würden sie dich, sich um dich kümmern und dann könntest du danach erstmal nicht mehr sitzen. So sehen die aus. Sehr gut. Tschüss. Das ist einfach nur verdammt stark, was ich jetzt habe hier. Und zeichnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man nicht rerollen, ne? Es wäre cool, wenn man noch Fähigkeiten hinzufügen könnte oder sowas. Weiß nicht. So, erstmal ein paar Schlüssel machen. Zwei Stück. Sollten erstmal... Eigentlich kann ich bei alle Schlüssel machen. Aber wer weiß, vielleicht finden wir hier drin Schlüssel. Autsch. Ah, wobei, wir kriegen ja keine Schlüssel. Wir müssen sie alles selber machen. Hört mir gerade auf. Na, ich muss umdenken. Ich muss umdenken. Doch, wir bekommen Schlüssel. Natürlich liegen die ab und zu rum, aber nicht in Kisten bis jetzt. Okay, einfach nur Tinte bekommen. Na, war jetzt nicht so die beste Ausbeute, hä? Oh, es ist ein Riesentintending. Okay, gut. So. Ich frage mich, ob wir noch etwas richtig Krasses machen können, aber irgendwie ist es mit dem Teil, für das von oben runterfliegt, das Einzige, ne? Ansonsten nur Schlüssel und dies, das. Nehmen wir das hier einfach mal ganz kurz. Verdammt nochmal, Magen, hör auf, irgendwelche komischen Geräusche zu machen. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Ich hoffe, das Spiel ist noch so sehen, viel zu laut. So, wieso kriege ich... Ich komme irgendwie nicht über zwei schwarze Herzchen. Komm schon, Mann. Sei mal auf, hier Schaden zu nehmen. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. Ist doch blöd, dass das Teil irgendwie immer auf mich fliegt, ne? Und Schaden genommen. Immerhin haben wir jetzt hundertprozentige Chance auf Devil Deal. Das ist sehr schön. Oder Angel Deal. Und wir sind hier in Depths 1. Okay, Boss Rush schaffen wir jetzt nicht, wegen der Bonusebene, die wir vor uns hatten. Okay, wartet mal, wartet mal. Ist da... Warte, ist hier links vielleicht der Shop und das da rechts war gar nicht der Shop? Ich glaube nämlich, dass das der Fall ist, ne? Ich glaube nämlich sehr, dass das der Fall ist. So. Okay, doch nicht. Aber wir könnten jetzt hier mal ganz kurz ein paar Bomben legen. Flop. Oh, shit, was ist das denn? Nein, 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 nein. What? What? Bitte? Nein. Oh, wehe, ich werde jetzt getroffen. Wehe, ich werde jetzt getroffen und bekomme wieder keinen Deal. Okay, dich kennen wir. Ist kein neuer Boss. Oh, shit. Fast wurde ich da erwischt. Das wäre peinlich gewesen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Flops. Und da haben wir es. Okay, wir nehmen auf jeden Fall das hier mit. Latch Key. Lock up und so. Das ist cool. Und Wafer. Hey, du lächelst so komisch. Ich leg mal eine Bombe, aber es kann sein, dass die jetzt auf mich zufliegt oder sowas. Okay. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. So, nehmen wir jetzt mal das hier mit und gehen auf Angel Deals oder sowas. Keine Ahnung. Let's go. Nächste Ebene. Und das Schaden setzen wir dann, denke ich mal, in der Bomb-Ebene ein, damit wir die schnell hinter uns haben können. So, Necropolis 2. Auf Wiedersehen. Wir sind OP as shit. Oh, cool. Wir haben noch eine Soundkarte. Super, dann können wir es hier einsetzen. Und brauchen uns hier nicht so abquälen. Hey, wieder zwei Herzchen. Woo. Ich will wieder so ein Zacki-Zacki-Raum, wo du so Sachen machen musst. Wo du das Feuer anfassen musst. Das wäre ziemlich cool, Mann. Komm schon. Ja, das ist so einer. Das ist so einer. Okay, okay, okay. Konzentrieren wir uns gleich. Wir haben Wafer. Das ist auch so sehr schön, ne? Das könnte ich vergessen. So, gleich müssen wir das Feuer nach und nach berühren. Yeah.
Nein! Oh, nein! Oh, Mist! Oh, Gehirn! Hallo! Hallo, Gehirn! Bist du da? Oh, ich war schon am Ende. Ich wollte schon dreimal. Oh, Mist! Was passiert denn dann? Bekommt man da richtig... Wow, das ist cool, aber ich muss es einmal komplett schaffen. Oh, es tut mir leid. Hatte ich ein... Oh! Verdammt nochmal. Das war so simpel, dieses Ding. Zack, zack, zack. Einfach... Oh, vielleicht finden wir noch eins, ne? Vielleicht finden wir noch eins. Auf jeden Fall eine coole Idee, glaube ich. Die Frage ist nur, weißt du, nach einer Zeit, habe ich dann Bock, die ganze Zeit sowas zu machen? Ach, wem mache ich was vor? Ich werde es eh nicht weit schaffen. Vielleicht bekommen wir dann irgendwie was richtig krass. Oh, ja, ich muss es einfach nochmal versuchen. Ich muss es einfach nochmal versuchen, Mann. Und ich dachte, ich schaffe es jetzt, weißt du? Das Problem war, ich habe eigentlich schon dran gedacht, dass ich es schaffe und richtig cool bin. Oh, Mann. Jo, krasser Gegner. Ey, wir haben mehr als zwei Herzchen. Wow. So, Bombe legen und hör auf mich zu. Wartet mal. Die fliegt immer zu mir, die Bombe. Ha. Okay. Lass mal das hier alles mitnehmen. Ärgert mich das jetzt, dass ich da zwei... Feels like walking on sunshine. Genau, die kennen wir ja schon. So, hier legen wir noch eine Bombe. Und bekommen diese Teile, alles klar. Blaue Herzchen bekommen wir also auch nicht. Nur Tinte, überall Tinte. Ich fühle mich echt wie bei Bandy and the Ink Machine. Und ein Schlüsselchen. Dankeschön. Was zum Teufel ist das hier? Ist das ein Handschuh? Oven mit. Oh dear, der Kessel Dole. What? Was hat das gemacht? Ich glaube, Leben hat es dazu. Ich schieße jetzt Feuer vielleicht ab und zu? Nee. Okay, okay, das sieht interessant aus. Dieses Item. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gucken wir mal, was es so drauf hat. Ah, ich bin gedanklich immer noch bei diesem Minispielchen. Es hätte einfach klappen müssen. Es hätte einfach klappen müssen. So, und rein hier. Was gibt es hier? Hey, diesen Typen hier. Kann ich dir was geben? Nein, ne? Ich könnte mir ja Geld machen, theoretisch. Aber, ja, ja. Lass uns mal Geld machen, ganz kurz. Mal gucken. Vielleicht bekommen wir hier den Steam Sale. Ja, lass uns Geld machen, Geld machen, Geld machen. Super. Okay. Ja, 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 ja. Hier ist noch so ein cooler Typ. Okay, und jetzt hole ich mir erstmal Steam Sale. Und jetzt rerollen wir erstmal mit einem Bömpchen. Jo, zweimal gerollt. Das ist natürlich richtig geil. Nein, nicht zweimal rerollen. Hör auf damit. Okay, Kompass. It's nice. Und einmal machen wir es. Achso, der ist schon in die Luft gesprengt worden. Okay, schade. Immerhin Kompass, Mann. Immerhin Kompass. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Dann können wir die Sun eben, also die Karte auf jeden Fall behalten erstmal. So. Wie Perry Tinte. Oh, Mann, ärgert mich das, dass ich das nicht geschafft habe, dieses Spielchen. Ich dachte mir so, yo. Yo, du schaffst das. Deswegen ist die Täuschung jetzt ziemlich groß. So, pass auf, ich habe hier auch etwas. Nein. Na gut. Immerhin. Machen wir sie dann halt so tot. Ich dachte, ich kann irgendwie auf deinen Fuß stampfen. Nehmen wir das hier mit und go. Alles klar, Mann, alles klar. Auf jeden Fall, checkt die Beschreibung. Ich habe dann dort die Mod für euch verlinkt. Curse of the Broken, okay. Okay. Curse of the Broken, ja? Oh mein Gott. Das ist so mein Gehirn. Ich... Oh, scheiße. Warte mal, schieße ich da ab und zu Holy Light? Ja, ne? Warum schieße ich wegen dem Ofenhandschuh oder was? Wahrscheinlich, würde ich jetzt denken, ne? Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Erstmal das hier zeichnen. Und das hier aufsammeln. Okay, okay, okay. Kein Problem, nicht wahr? Kein Problem, Mann. Kein Problem. Das ist ja das, was die Spitzer gemacht. Eigentlich eine coole Idee, weil das, was die Spitzer gemacht, dieser Effekt wird halt... selten eingesetzt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was diese Spitzhacke macht. Ich, außer alles so machen. Verstehst du? Okay, wieso haben wir jetzt... Warte mal, Curse of the Broken. Vielleicht haben wir deswegen die Tränen. Curse of the Broken verändert sogar unsere Tränen. Ganz komisch. Okay. Krass. Krass, 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 krass. So, alles hier aufheben. Sehr gut. Und wo ist der Boss? Der befindet sich dort unten. Wahrscheinlich müssen wir von rechts durch irgend so einen Scheiß machen.
Okay, let's go, let's go. Diese blöde Kiste, die ich jetzt ganz auf dem Kopf habe. Ich will nicht sagen, dass die nervig ist, aber die nervt ja schon so ein bisschen. Das sah cool aus. Was war das denn für ein Träneffekt? Oh, Eye-Picking war das hier auf jeden Fall. Okay. Das war ein komisches Auge dort hinten. Oh, jetzt noch ein komisches Auge, das irgendetwas macht. Holy shit. Nichts macht er, weil Curse of the Broken ihn total zerstört. Wie die rumfliegen. Oh Mann, ey. Das bamst mein Gehirn komplett, Mann. So, schnell zerstören den Typen. Ja, zwei Schüsse hat er ausgehalten, aber vielleicht hält der weniger aus. Auf Wiedersehen. Nee, die Tinte kannst du behalten. Loki, hey. Wir haben 67%. Okay, Chancen. Mal gucken, was das wird. Okay. Ich will hier einfach nur noch jetzt... Sehr gut, wir nehmen auf jeden Fall das mit, auch wenn Lack ab ziemlich cool wäre eigentlich. Wieso habe ich Minus Lack? Komm, hör auf mir, was zu erzählen hier. Oh, was ist los mit dir? Ich werde auf jeden Fall das Item aufheben, weil es sorgt ja dafür, dass wir auch eine Transformation bekommen. Die Seraphim-Transformation. Heilige Scheiße. Okay, er macht aber immer noch dieselben Angriffe. So. Einmal kurz aufheben, damit wir es aufgehoben haben. Ich glaube nicht, dass wir die Verwandlung bekommen, aber hey, scheiß drauf. Wir können Mega-Satan machen. Uhu, hype, hype, hype. Let's go. Machen wir jetzt das List fertig. Pff, Curse of the Broken. Ihr seid doch broken im Kopf, auf so eine Idee zu kommen. So, ich brauche wieder zwei Schlüssel. Mhm. Und hier haben wir lecker Kisten, aber leider alles nur voller Tinte. Ah, wobei, wir könnten Cricket Sad vielleicht hier bekommen oder sowas. Gut, Bombe einsetzen und nicht verfolgen, Mann. Hör auf, mich zu verfolgen. Gut, das, was wir eingesetzt haben, bekommen wir jetzt wieder. Ich glaube, sogar viel mehr, ne? 167, ich glaube, wir hatten vorher weniger. So, ich will auf jeden Fall die ganzen... Oh, da ist wieder ein Auge, das nichts macht. Das macht nichts. Das hängt einfach nur so ab, so. Hey, ich bin ein Auge, ich bin ein neuer Gegner. Schau mich an. Steht er wegen dem Auge, schau mich an, also. Schau mir in die Augen und so. Ja, ja. Bin witzig. So, lass mich da nicht rein, bitte. Sehr gut. Ha, da ist auf jeden Fall ein Miniboss zu finden. Autsch. Noch mit Tinte. Von mir aus. Von mir aus. Der macht einfach nichts. Der macht einfach nichts. Oder vielleicht macht er etwas, aber ich merke es nur nicht. Vielleicht ist das seine Power, dass er mich verunsichert. Ih, hier dieser Eiterpickelkopf. Der sieht ekelhaft aus, Mann. Oh, leider ein normaler Zaki-Zaki-Raum. Hey, ich hab doch Wafer, oder? Das funktioniert? Ja, ne? So, Miniboss machen. It's Miniboss-Time. Komm, ich will dich mal einsetzen. Vielleicht machst du wieder was. Und noch ein. Und noch ein. Da, guck mal, die schießen einmal. Aha. Verstehe ich nicht. Wir können ja auf jeden Fall bei Mega-Satan richtig viele von denen einsetzen. Also, ja, wie es halt geht, ne? Das wäre cool. So, mal vielleicht mit dem Ball of Bandages noch kämpfen. Das erspart ein bisschen Zeit und Nerven. So, ja genau. Bei Mega-Satan setzen wir dann richtig viele von denen ein. Das wird cool aussehen. Zack, 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 zack. Vielleicht machen die etwas. Da ist schon wieder ein Auge. Aber es ist tot. Was macht das Auge? Okay. Sehr gut, Junge. Dieser Knockback ist ziemlich krass. Der fetzt die genau voll weg. Also eigentlich bräuchte ich jetzt irgendwie Sensen oder sowas, damit ich wenigstens Piercing-Shots habe. Das wäre jetzt ziemlich optimal. 33% haben wir nur die Chance. Okay. Hier ist jetzt nicht so viel. Aber es ist möglich. Es ist auf jeden Fall möglich. Ah, es ist nicht möglich. Scheiße. Okay, let's go. Ah, warte. Das Sun wollte ich doch eigentlich einsetzen, ne? Gut, setzen wir hier das Sun ein. Oder vielleicht auf der nächsten Ebene. I don't know. Sag mal hier. Wir haben wieder die Chance, vielleicht das Spielchen zu spielen mit dem Teufel. Oh, das nervt ein bisschen, dass wir so ein... diesen Knockback haben. Das nervt echt gerade ein bisschen. Vielleicht waren die Nails ein bisschen zu viel. Wenn wir jetzt noch Knochen finden. Junge, 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 Junge. Die schieße ich dann in den letzten Run rein. Okay, wieso kann ich das nicht mitnehmen? Ah, jetzt. So, zacki, zacki, Raum. Mal gucken, ist das so ein Raum, wo du spielen kannst? Ich will spielen, Mann. Bitte, 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 bitte. Ach, Mist, ey. Gut, ich brauche einen Schlüssel. Dankeschön. Ein bisschen Tinte. Tja, ich habe gerade keinen Schaden genommen, ne? Hatte ich Wafer oder was? Was ist das? Das ist Satan Loves You. Oh! We have now become schwarze Herzchen. Cool. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Hab den Effekt gecheckt, immerhin.
Immerhin, okay, ich töte die jetzt einfach mit den schwarzen Herzchen, Mann. So, wo ist der Boss? Wie komme ich denn jetzt zu dir? Ich kann da nicht das mitnehmen. Kackhörchen werde ich hier wahrscheinlich gar keine mehr finden. So. Ja, den habe ich hier weggekickt. Dankeschön, ich will Megasachen machen und dann ganz viele von den Babys. Ganz, ganz, ganz viele von den Babys. Ich glaube, das wird cool. Flop, flop. Das brauche ich nicht. Ein blaues Herzchen habe ich auch nicht gesehen. Und du kannst jetzt zum Teufel gehen oder irgendwo hin halt. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Will dir jetzt auch nichts vorschreiben. Flops. Na, nicht erwischt, Mann. Schade, schade, schade. Ich wollte es mal riskieren. So, einsetzen. Es wäre cool, wenn wir jetzt irgendwie noch das Item hätten, dass wir getroffen werden. Oder was? Ja, wenn wir getroffen werden, dass wir so was droppen, dann droppen wir vielleicht die ganze Zeit Tinte. Das wäre halt ziemlich cool. So, noch einmal. Und da hätten wir es. Und für die Chest kann ich mir auch ein paar Schlüssel machen, so ist es ja nicht. Und wir haben Goathead. Ja, du Trollhead. Ich brauche ich nicht mehr. Death. Das Sun nehmen wir auf jeden Fall mit für die nächste Ebene. Wahrscheinlich ist es Curse of the Lost dann. Das wäre wieder natürlich typisch. Typisch, 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 typisch. So. Kanonenkugeln feuern wir hier. Hoffen wir mal, dass das der richtige Weg ist. Es ist nicht der richtige Weg. Na, das ist natürlich, das ist... Wow. Oh, oder wir nehmen einfach das hier mit und machen uns einen Schlüssel. Da müssen wir nicht so viel verschwenden. Man braucht ja einen Schlüssel, damit dieser Effekt von diesem Trinket funktioniert. Soweit ich weiß, vielleicht war es auch früher ein Bug. Weiß nicht, also das habe ich auf jeden Fall in mein Köpfchen eingebrannt, dass ich das so machen muss. Oh, schöne Geister, dezimiert hier. Oh, noch einer. Okay, und go hoch. Hi, Isaac. Ich frage mich, ob es hier noch mehr Geheimnisse gibt, ne? Boom. Boom. Aber ist echt gut gemacht mit der Schlange, dass sie sich da versteckt und sowas. Echt gut gemacht, Mann. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, echt gut. Bye, bye, bye. So. Gut, und mit dem Trinket holen wir uns jetzt erstmal die Kisten. Mal gucken, ob wir neue Items finden. So, da wären wir nun und können sogar Megasattern machen. Ja, ja, ja. Aha, aha, aha. Kleiner Spoiler, ist jetzt nicht so geil gewesen, die Kiste. Okay, gut, gut, gut. Dann versuchen wir jetzt erstmal ein bisschen Öl einzusammeln, ein bisschen Tinte. Genau, damit wir gleich bei Megasattern ganz auf diese kleinen Kollegen machen können, um zu gucken, ob die irgendetwas machen können. Schauen wir einfach mal. Sehr gut. Schwarze Herzen können wir auch machen. Ich weiß nicht, wie viel Leben wir haben, aber wir brauchen auf jeden Fall dann Leben. Gegen Satan kommen schon ein paar Kisten vielleicht. Komm schon, die Items waren voll scheiße. Das war so richtig bullshittig. So richtig full Bullshit waren die Items. Okay, leider nur ein... Nur ein Herz... Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Okay, wenn wir getroffen werden, das ist halt cool, dass wir dort dann... Oh, ich wollte gerade eine Bombe legen auf diesem Knopf. Ach, wir müssen das ja aber so machen. Okay. Ich verstehe nicht, warum die mich verfolgen. Ich verstehe es einfach nicht, Mann. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, das sollte jetzt erstmal reichen an Leben, denke ich mal. Vielleicht noch eine coole Karte, irgendwie The Devil oder Empress oder so. Death, okay. Da können wir zum Beispiel diesen Raum nicht clearen, sondern vielleicht zum Beispiel diesen Raum hier mit Death. Das macht gut Schaden, weil das so mickrige Superformen sind. Sehr gut. Hab schon Ghost Baby, mach sie fertig. Okay, noch mehr Tinte. 177 ist jetzt nicht komplett voll, leider. Aber vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen Tinte, wenn wir den hier bekämpft haben. Und auf jeden Fall 199 haben. Da können wir es ein paar Mal einsetzen. So. Autsch. Wir haben einen Wafer. Wir haben immer noch den Wafer. Wir haben immer noch einen Wafer. So, bloß jetzt nicht zu dem Kollegen Delirium, ne? Auf den habe ich jetzt keinen Bock. So, 182. Sehr schön. Komm. Noch ein paar Räume clearen. Ah, komm schon. Was lebt denn hier? Ah, ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Ich habe auch das Gefühl, dass der Wafer-Effekt irgendwie nicht funktioniert, ne? Ich habe, glaube ich, ein Herzchen Schaden genommen eben gerade. Vorhin. Kam mir sofort aus dem Augenwinkel. Habe ich das gesehen? Meine ich gesehen zu haben. Sehr gut. Und weiter geht's. 182. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Wow. Okay, mit dem Knockback helfe ich ihm auf jeden Fall noch gefährlicher zu werden. Ist nicht cool. Yes. Da sind wir jetzt bei 187, komm schon. Nur noch 12 Stück, 12 Tröpfchen. Also eigentlich, so ich denke mal, 3 Tröpfchen, dann haben wir es voll. Kommt natürlich auf die Größe des Tröpfchens an. Also einfach, komm schon, ein paar Räume clearen.
Nicht mehr viel. Kein Tröpfchen. Kein Tröpfchen. Wie grausam. Au. Drecksack. Okay, okay. Weiter, 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 weiter. Alles auschecken. Komplett die Ebene werde ich, glaube ich, nicht clearen, weil... Ich glaube nicht, dass ich noch ein paar Kisten gedroppt bekomme. Hätte ich noch ein bisschen Luck, würde sich das vielleicht... Oh. Mann. Scheiße, die Angel Deals waren auch ziemlich kacke. Alles ist kacke hier gerade. 187 Tinte haben wir. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Okay, komm schon. Voll rein in ihn da. Keine Tinte, komm jetzt. Jetzt zögerst du es aber unnötig hinaus, ne? Möchte ich nur mal sagen. Jetzt zögerst du es echt unnötig hinaus. Ich glaube, zu Megasatan werde ich auch auf jeden Fall mein Buch wechseln. Und, oh, wir kriegen ja dann die Transformation, ne? Ich darf jetzt bloß nicht sterben, Mann. Scheiße. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Oh, shit. Sehr gut, her damit. Einsetzen, das Buch. Ich werde auf jeden Fall dann mein Buch wechseln. Stimmt, ich muss es jetzt auch gleich aufheben, damit wir die Transformation bekommen. Die habe ich schon ganz vergessen. Ich vergesse immer diese Transformation, die Bücherwürmchen-Transformation. Okay, yes, 192. Oh, ich glaube, da war noch mehr Tinte, ne? Alles klar, aber ich glaube, wir brauchen trotzdem noch einen dann. Scheiße, Mann. Wie viel haben wir? 197, alles klar. Ich will 199 dann erst zum Mega-Satan. Scheiße, ich mache doch einen Full-Clear hier. Verdammt nochmal. Nicht mal das Wort kann ich halten hier. Sehr gut. Sehr gut, und da haben wir es. Und einsetzen und let's go. Da haben wir noch einen großen Brocken. Warte mal, ich habe sogar... Achso, ich habe es nicht... Hä, wieso kann ich das nicht... Hey, wieso haben wir 197 und nicht 199? Oh Mann. Okay, gut, 197 war das Maximum. Nee. Das kannst du mir nicht erklären. Das war eben gerade anders. So, als wir das erste Mal 199 erreicht haben. Schade. Ist gesessen. Oh, sogar noch eine Kiste. Und sogar ein neues Item hier. You play too much Pong. Moment mal. Oh, jetzt brauche ich noch mehr Range up. Aber es ist cool, dass wir in der letzten Kiste ein neues Item finden. Ah, das war aber schon in der Mod schon vorher drin. So, jetzt habe ich nur eine beschissene Range. Das ist halt das Problem. Cool. Okay. Let's go, Megasatan. I will destroy you. Let's go. So, jetzt müssen wir überall diese Kollegen hier zeichnen. Let's go, zeichnen wir einfach jetzt mal ohne Ende. Flaps, 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 flaps. Okay, das war's schon. So, und schießen die immer noch? Schießen die? Ja, die schießen immer noch, ne? Okay, sehr schön. Das ist ja cool. Hier noch das hier einsetzen. Sehr nice. Oh. Ein grüner Brimstone. Bist du jetzt was Cooleres oder was? Sehr gut. Sehr geil. Die schießen doch die ganze Zeit. Okay. Der eine, also manchmal schießen die noch nichts. Oder? Die sind doch die schießen, ne? Ja, da schießen sie es einmal. Ja, sehr gut. Ich hatte sie... Na, die werden eh so oder so random verteilt. Deswegen kann ich nicht so wirklich gucken, wo die hinkommen sollen. Ja, bingo. Flop, 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 flop. Wenn ich jetzt noch mehr Range hätte, das wäre cool, Mann. Dann würden sie die ganze Zeit hier so rumfliegen. Das ist schon eine nice Combo hier, würde ich sagen, oder? Die ich hier hingezaubert habe, ist schon eine nice Combo. Jetzt muss ich nicht sterben, weil ich nicht weiß, wie viel Leben wir haben. Sehr gut. Jetzt erstmal die Engel platt machen. Auf jeden Fall, wenn sie sich mir nähern, dann werden die auf jeden Fall von meinen Pappfiguren zerstört. Pappfigurengeister. Wer die Ink Machine, Mann? Ich habe die jetzt auch zum Leben erweckt hier. Irgendwie. Sehr gut. Ja, du hast keine Chance, Mann. Keine Chance. Komm jetzt schneller. Wieso ist es hier alles so grün? Achso, wegen... Ja, mein Stahl ist grün wegen dem Pong-Item, genau. Flops. Flops. Ja, ich mag das Pong-Item jetzt schon. Das habe ich schon letztens einmal bekommen. Fand das gut. Und jetzt... Ja. Scheiße, Mann. Machen wir wenig Damage oder hat er... Ist er unsterblich jetzt? Oh, wir machen echt wenig Damage. Nur so nebenbei. Und go. Und go. Ich mache das Geräusch auch. Blub. Sehr nice. Und wir hätten es abgeschlossen. Das war die erste Folge Genesis Plus mit dem neuesten Update. Was, wie heißt es? Hat es einen besonderen Namen eigentlich? Naja, vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Und demnächst sehen wir uns wieder mit weiteren Folgen Genesis Plus. Und das wird super. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Checkt die Beschreibung sonst aus, wenn ihr die Mod auch spielen möchtet. Die sind wirklich sehr engagiert. Aber es sind auch viele andere Mod-Entwickler sehr engagiert. Und das sollte man unterstützen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly. Ach so, warte mal. Ich habe es gar nicht unten verlinkt, weil...
Weil es ja noch geupdatet werden muss, aber ich verlinke die alte Version. Genau, die kommt ja erst ein paar Tagen. Hä?